Hallöchen, willkommen zurück zu Star Renegades, wo wir hier einen Schlachtkreuzer mal so ein bisschen in die Tasche stecken werden. Zumindest wenn es nach mir geht. Aber dafür müssen wir erstmal ihm hier entgegentreten. Der wird gefährlich sein. Er wird gefährlich sein. Den chirurgischen Eingriff haben wir gerade mal abgebrochen. Aber jetzt gilt's. Wir platzieren Sprengstoff. Du kommst nur in die Frontline, das ist nur der Dödel. Ja, den nehmen wir dann trotzdem so raus. Du kannst mit dem Schildwurf hinten rein. Gut. Dann hast du ja noch wirklich was hiervon. Ja, komm. Hau einfach mal einen Flächenangriff raus. Weil haben wir bei ihr nicht irgendwas mit Multi-Angriff gemacht? Ah, da gucke ich nachher mal. Was das genau gewesen ist. Der kommt jetzt aber früh. Nicht so früh wie meine Detonation. Aus allen Rohren ist auch aktiv. Das könnte ich auflösen. Ich glaube, das mache ich dann auch. Ja. So sieht das gut aus. Dann hätten wir noch ein bisschen hier. Ja, wir gehen einfach mal auf alle. Der Megablast muss nicht sein. Ja, komm. Du wirst mit vollen Schilden Boxdecken. Okay, das zählt noch als Crit. Nice. Auch wieder chirurgischer Eingriff, da vorher aktiv ist, aber wir haben ihn tot reflected. Ja, das ging um 100. Wow! Der tat richtig weh. Alter Lachs. Kraftfeuer, was ist? Kann ich verlangsamt werden? Das bestrahlt einfach nur, macht aber keinen Schaden. Na gut. Wenn der das so haben möchte. So kalt. Du gibst mal hier bitte. Ach Quatsch, von wegen Segnung. Mal einfach mal Schilde raus. Ach nö! Ja, den wollte ich doch gar nicht. Wieso hat sie keine Schilde gekriegt? What the fuck? What the hell? Und wieso lebt er noch? Also manchmal. Manchmal könntest du echt Spugele machen. Kontert er? Nee.
dann würde ich sagen, wir schneiden ihm die Rüstung gleich wieder weg. Aber was das teilweise manchmal ist, boah. Keine Ahnung. Jetzt habe ich die Rüstung gekriegt. Schilde, nicht Rüstung. Okay, aus allen Rohren, das... Das kann ich so nicht abbrechen. Da müsste ich mir erstmal noch ein paar... Da müsste ich mir erst noch ein bisschen Zorn zurechtlegen. Ja, einer noch. Moment, habe ich schon am Auflösen habe ich schon gemacht, ne? Nee, dann. Kacke. Ich habe nichts mehr, was instant ist. Das ist doch beschissen. Oder das war doch in dem Kampf, dass ich da hinten reingeschossen habe mit dem. Wieso sieht man denn nicht, dass, ob man das schon benutzt hat? Das wäre auch interessant. Weil hier sieht das exakt genauso aus und das haben wir noch nicht benutzt. Wir gucken mal. Ja. Scheiße. Fuck, ey. Helfen Nodo mal ein bisschen. Ja, geht. Hätte auch schlimmer ausgehen können. Okay. Ich glaube, der geht die Runde drauf. Der ist gegen alles schwach, was ich mache. Hat er gesagt und dann ist, ja. Okay, Schwäche gegen Schwer, Resistenz gegen Multi. Das mit dem Multi gucke ich mir aber gleich nochmal kurz an. Hatten wir da nicht was drin? Leichte Angriffe bewirken markieren. Und okay. Leichte und Multi-Angriffe bewirken markieren bei ihr. Okay. Gut. Kann man mal so drin lassen, ne? Wollen wir das Schlachthaus mitnehmen? Das ist halt ein. Ja doch. Moment. Moment. Erstmal die Kiste loben. Alle Angriffe bewirken Markierungen, da wären wir richtig am Markieren, wie die. Ne? Schnellschütze, normale Angriffe werden sofort ausgeführt. Leichte Angriffe werden 15 Sekunden schneller ausgeführt. Noch mehr Markierung? Wir rüsten das mal bei ihm aus. Du kriegst die anderen Handschuhe. Ja, die ziehen, ja, sie verlangsamen eigentlich gar nicht mal so viel. Also kriegst du die Pyro-Dinger. Was machen wir jetzt mit den Leveln? Ja, du könntest hier noch ein bisschen mehr Schmackes vertragen, ne?
Also, erstmal raus hier. Wer hat den Kreuzer diesmal in die Tasche gesteckt? Niemand? Wow. Ich bin überrascht. Na gut, was machen wir jetzt Schönes? Eine Kiste, extra Geld und noch eine krasse Kiste. Ah. Wenn uns das mal nicht umbringt. Gibt's hier irgendwo ein Medikit? Ja, hier unten. Dafür... Ne, da kommen wir gar nicht mehr hin. Na, ne, kommen wir nicht. So, hier hoch und dann... Ne, wir kommen auch nicht mehr zur Rüstungsstation. Müssen wir also gar nicht versuchen, dahin zu laufen. Ja, dann gehen wir hier lang. Wir geben dann noch ein bisschen Schaden dazu. Den Skill... Oh, weiß nicht. Er blockiert Heilfähigkeiten. Das wäre schon in, ja, vielleicht interessant. Eventuell. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Oh, der macht mir Angst. Ja, die gehen gleich beide hier. Die hinten rein. Oh, das ist egal. Beide verlangsamt. Passt. Die Hostel. Die lassen wir jetzt mal durchgehen. Wir versuchen hinten zu töten. Wäre das was? Erzürnt gegen Multi. Nehmen wir den einen schon mal raus. Ach, du kannst nur auf ihn. Dann halt, du krittest ja nicht. Unschlüssig. So würdest du... Ja, komm. Dann schneid ihm die Rüstung weg. Ich hätte eigentlich gerne auch Sprengstoff platziert. Aber das machen wir dann irgendwann anders. Die zwei chirurgischen Eingriffe sind relativ früh dran. Du reflektierst einfach. Nee, du reflektierst gar nicht. Du gibst dir nur wieder Rüstung. Okay. Die zwei erstmal nach hinten schieben. Und dann töten. Müssen wir die überhaupt schieben? Eigentlich schon, ne? Ja, wir können da nicht hinten rein. Zu langsam, geht nur vorne. Du kannst auch nur vorne angreifen. Scheiße. Das ist ungünstig. Wie viel Schaden macht ihr zwei denn? 100? Wow! Wow! Heftig! Wir nehmen mal das Heftigere weg. Puh, dann musst du aber... Ja. Schilde geben. Wir machen die Festung einfach, weil das dann definitiv den trifft, den wir... Ja, ich jetzt auf den Falschen genommen. Typisch. Okay, Schilde zurück. Dann haben wir noch die zwei. Das... blockt Heilfähigkeiten. Zählt die Rüstung als Heilfähigkeit? Ich weiß nicht.
Wir probieren es mal aus. Macht ja auch Schaden. Mal gucken, ob der sich heilen kann. Effektiv ist es eine Heilung, die er das spielt. Wow. Scheiße. Nö, wird nicht blockiert. Tolle Wurst. Ja, überraschender Schuss ist nicht so prickelnd, ne? Überhaupt nicht, möchte ich mal meinen. Oh, das reicht nicht, um ihn zu töten. Reicht. Blitz komme ich nicht hinten rein. Das ist nicht. Bin ich auch nicht nach hinten gekommen. Au, Scheiße. Ich glaube, du stirbst, meine Liebe. Der überraschende Schuss geht. Ja. Durchdringt Rüstung und durchdringt Schilde. Oh. Doch die 25% Schilde. Das ist nicht gut. Aber ich kann auch das hier nicht machen für extra Verteidigung. Crap. Und ich kann auch nicht mehr. No. Aber wir können ihn da also auch nicht rausschieben. Halt, schwer. Ist das euer Ernst? Das reicht auch nicht. Wow. Wow. Einfach nur wow. Oh, die schnelle Drehung geht auch auf alle. Oh, fuck. Wir sind am Arsch. Wir sind offiziell am Arsch. Aber sowas von am Arsch. Das wird nicht funktionieren, wenn du vorher stirbst, ne? Kriege ich den noch raus vorher? Du kannst eh nur auf den schießen. Ja, ihn kriege ich immerhin raus. Angeblich. Dann nehme ich doch lieber das, was ich selber. Ja, tot. Mann! Ja, keine Gnade, danke. Alter, das nimmt auch nachher noch Rüstung raus. Was für ein Pisser. Er ist im Wachemodus? Dann lassen wir ihn, glaube ich, mal in Ruhe. Kriege ich Schilde, wenn ich im Schleichmodus bin? Das ist jetzt interessant. Jo, funktioniert. Okay. Direkt rausgeschoben. Alles klar. Oh, er zündet gegen Multi. Nee, dann nehmen wir doch. Nehmen wir Meucheln? Wir nehmen Meucheln.
Er lebt noch immer, Alter. Nimm das! Oh nein, ey. Welchen Malus kriegen wir denn jetzt? Und das war nicht mehr der heftige Moped-Dude. Ich glaube, wir müssen den sein lassen. Von wegen Au. Minus 50% Verteidigung gegen Phasma. Alles klar. Wahrscheinlich kriegen wir davon jetzt als nächstes richtig ins Maul. Aufs Maul, nicht ins Maul. Okay, die Kiste. Flächenangriffe sind gegen Gesundheit gut. Alle Angriffe bewirken zusätzlich Verlangsamung. Danke. Die anderen zwei habe ich mir gar nicht erst angeschaut. Hätte ich vielleicht machen sollen. Okay. Wir gehen auf den Standard-Heini. Kampfmeditation, Granate, Autofeuer und Bombardement. Nice. Ja, da geht so einiges drauf. Hätte ich mit ihm auch den Flächenangriff nehmen sollen. Okay, du bist auch rausgeschoben. Es ist dann nur noch er hier am Start. Und ihn kriege ich nicht gefasst. Na egal. Vielleicht treffen wir ihn ja. Mit irgendwas. Nope. Und er steht auch noch. Also er ist ja nur rausgeschoben worden. Alter. Ist so gefährlich mit ihr. Auftrieb bufft nur, ja? Okay. Der erste ist weg. Und der zweite kann auch nichts machen. Uns fehlt hier ein bisschen Life. Wenn da ein einziger Gegner auf sie schießt, der doch dringen hat. Wow. Dann wird's heftig. Wir machen mal trotzdem alles auf. Wir könnten hier noch holen zu anderen Flak. Den mache ich sicher nicht. Ja, genau eins zu wenig. Fuck. Können wir hier noch irgendwo was reißen? Ne, komm, wir gehen zu Flak. Gibt wenigstens ein bisschen Kohle. Puh. Schaut mir den Stufenaufstieg aus. Wir machen sie auf Stufe 9. Einfach damit sie den Nachtanruf bekommt. Und ein bisschen mehr Schaden macht. Okay. Dann holen wir uns ein bisschen Kohle von der Flak, die nicht mal schießt. Das sind mir die liebsten Flaks. Was macht er? Na, ein bisschen Waffen ist okay. Ja, ordentlich rausgeschoben. Auch weg. Und zwar so richtig. Und ein bisschen Sprengstoff legen wir auch noch hin. Lebensentzug ist nicht so tragisch. Was geht nur aufs Schild? Hey! Oder auch nicht. Zum Glück hat er das nicht hier drauf gemacht. So.
Dann noch entladen. Dann detonieren. Oh! Nice. Ja, das war easy. 50 extra Cash. Und wir nehmen das Schlachthaus noch mit. Komm. Wehe, wir überstehen den Behemoth nicht. Mit so viel Cash, Alter. Wir können uns alles leisten. Aber unser Hauptfokus steht jetzt natürlich aufs Heilen. Uff. Also. Dann 33% Gesundheit. Kannst du dich selber heilen? Hat denn hier noch ein bisschen Heilung? Warte mal. Das ist sowieso eine kostenlose Karte, die können wir mitnehmen. Also 25% Gesundheit. Auf alle. Ja, das machen wir, würde ich sagen. Okay. Es ist schon lustig, dass du trotz deiner Zeitreisefähigkeiten nie tiefer in die Vergangenheit gereist bist. Oh, ich bin ziemlich tief gereist, Äonen. Ich habe den Anfang von Zivilisationen auf hunderten von Planeten gesehen und sogar die Errichtung des Ikusaedas von Azad erlebt, auch bekannt als das 20-seitige Würfel der Titanen. Okay. Ich habe einen Tempel in den Ruinen von Azad ausgeraubt. Einige der Statuen ihrer Götter sehen dir irgendwie ähnlich. Sagen wir so, ich habe einen tiefen Eindruck hinterlassen. Schön. Na gut, dann holen wir uns das letzte Herzchen hier auch gleich so. Mit deinem Wissen über die Vergangenheit und meinem Wissen über die Zukunft würden wir ein tolles Reiseduo abgeben. Absolut, wir könnten tolle Abenteuer erleben. Vor allem mit meiner neuen Zeitreise-Holokabine. Wie aufregend. Okay, Vegatova Kasari Penrave. Mhm, danke. Sie ist immer noch nur auf Half-Life. Shield Region automatisch für alle. Ne, halt für einen. Rüstungsdurchdringung, ja, könnte hier wieder gut funktionieren. Das sind die einzigen zwei Sachen, die wir haben können. Ne, Schildverteidigung könnten wir auch noch mitpacken. Ne, komm, wir nehmen die Rüstungsdurchdringung. Zukunftslady, erzähl mir, was die Titanenbruderschaft in der Zukunft alles tun wird. Zunächst mal nennst du mich bitte nicht Zukunftslady, sonst nehme ich dich Schraube für Schraube auseinander. Verzeihung, meine Beziehungsprogrammierung ist ziemlich fehlerhaft. Würdest du mal bitte die Zukunft der Bruderschaft darlegen? Ich kann nicht gerade sagen, dass es eine gute Zukunft ist. War dieser Asteroid schon immer auf dem Parlament? Nein? Dann ist es sogar noch schlimmer. Ach ja. Der Behemoth ist da und unser Tank hat nur halbe Leben. Das ist sehr ungut. Geht's nicht um Glück, sondern um Style. Nodo-Style. Ist übrigens urheberrechtlich geschützt. Verdammt. Hätte gerne den Nodo-Style. Wird wohl nix. Also, was stellen wir mit dem Behemoth an? Oder was stellt der mit uns an? Oh! Ich dachte, wir hätten noch, eine Ebene, die wir
auswählen können. Aber nö, wir sind hier schon mitten im Kampf. Gucken wir uns nächste Folge an. Macht's gut, bis dann. Ciao.